die berühmte Marke der chinesischen Schmuck- und Jade-Industrie, Jade Dynasty, analysierte gegenüber dem Reporter, dass Myanmars Jade-Produktion mehr als 95% der weltweiten Jade-Produktion ausmacht. Der jährliche Produktionswert kann Milliarden von Dollar erreichen. Aber Myanmars Jademine tritt oft großflächige Erdrutsche auf. 2020 durch die Regenzeit sind die großen und kleinen Erdrutsche der Mine kontinuierlich. Die Jadeitminen in Pangang sind eine der berühmtesten Jademinen der Welt. Und einst produzierte die Region sogar 95% der weltweiten Jadeitproduktion. 2020 der tragische Einsturz der Jadeitmin in Pangang im Juli forderte viele Opfer. Die Epidemie plus die Regenzeit plus die Bergbaukatastrophe. Die Bergbauarbeiten in den Jademinen in Pangang waren nicht unerheblich betroffen. Und auch die Versorgungskette der Jadeitrohstoffe war stark beeinträchtigt. Außerdem laufen im Jahr 2020 die Schürfrechte mehrerer Jademinen in Myanmar aus. Bei diesen Minen handelt es sich um große Explorationsblöcke. Wenn die Schürfrechte alle abgelaufen sind und nicht erneuert werden, wird es einige Probleme für die Versorgung mit Jadeitrohstoffen geben. Der bekannte Schmuckselbstverleger Bao GG analysierte dann, dass der Jadeitursprung fast einzigartig ist. 100 Jahre unkontrollierter Abbau, so dass die Jadeitressourcen immer weniger werden, fast erschöpft sind, der Jadeitmarkt von geschlossen zu offen. Transparent. Das Wissen der Öffentlichkeit über Jadeit wird auch immer höher. Die Nachfrage nach Qualitätsjadeit wird immer größer. Der Preis von hochwertigem Jadeit stieg. Weit mehr als minderwertiger Jadeit. Myanmars Edelsteinminen und Handel werden vom Militär kontrolliert. Die Militär absolute Monopolrechte. Führten sie eine Jadesteuerabgabe. Exporte nach China zu einem 33% Tarif zu verhängen. Wie Jadeit-Ressourcen mehr und mehr knapp. Ob es die Preise zu erhöhen. Plus andere Gebühren. Sehr unsicher. Die letzten 2 Jahre in Myanmar ist nicht friedlich. Pecheng-Bergbaukatastrophe. Epidemie-Schwere. Politische Unruhen. Direkt dazu geführt. Immer wieder verschoben. Suspendiert die öffentliche Platte. Sie sagte, die meisten der Jade-Rohstoffe werden über den öffentlichen Markt importiert. Versorgungsstörungen. Preiserhöhungen werden unvermeidlich. Bulgogi sagte, dass die Versorgung mit Rohstoffen blockiert ist. Rohstoffe haben deutlich zugenommen. Die Erhaltung des Wertes. Wertschätzung hat sich die primäre Überlegung für die Menschen zu kaufen Jadeit. Von der Auktion Markt gesehen werden kann. Die Epidemie ergriffen. Die reichen Leute lieber ihr Vermögen zu investieren. Um weniger riskant. Stabiler High-End Jadeit. Rezensiert von Sun Shijian.